alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Markus 11, Vers 24. Herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Sobald du gebetet und auf Gottes Wort hin gehandelt und geglaubt hast, dass du die Antwort empfangen hast, verlange, dass deine Handlungen, Gedanken und Worte mit dem übereinstimmen, was du empfangen hast. Handle so, als ob du es bereits gehabt würdest. Satan weiß, dass seine Gewalt über dich gebrochen ist, es sei denn, dass er dich dazu bringen kann, das Bekenntnis deines Glaubens zu ändern. Wenn Satan von sich aus auch nur die geringste Autorität hätte, müsste er sich nicht auf Verführung verlassen. Aber er verführt, er lässt zweifeln und er will dich glauben lassen, dass du im Alten verharrst. Achte also nicht länger auf deine Umstände, sondern achte auf das Wort Gottes, auf die Verheißungen und was das Wort Gottes dir dazu sagt. Satan muss dich durch einen Trick dazu bringen, dass du das sagst, was er geschehen lassen möchte. Wusstest du, dass er nur das tun kann, was du sagst? Lass mich das mal wiederholen. Alles, was Satan tun kann, ist das, was du sagst. Im Namen Jesu hast du Autorität. Wir neigen allerdings dazu, betreffend Satan in die Defensive zu gehen. Und ja, wir sind in Wirklichkeit in der Lage, ihn in die Offensive zu bringen. Nachdem wir eine neue Schöpfung in Christus Jesus geworden sind, hat er keine Autorität mehr über uns, außer wir geben sie ihm mit den Worten unseres Mundes und durch den Glauben in unserem Herzen. Mit deinen Worten widerstehst du entweder Satans Begehren oder du gehst darauf ein. Du hast die Herrschaft, du hast die Wahl. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Niemand trifft sie für dich. Satan ist ein gesetzloser Verbrecher. Er muss den Menschen die Autorität stehlen, um wirken zu können. Wenn du damit beginnst, deinen Glauben für etwas einzusetzen, macht sich Satan an die Arbeit, um dich dazu zu bringen, die Kraft des Glaubens zu stoppen. Die sagt, gemäß Markus 11, Vers 23, kann ich haben, was ich sage, und ich glaube, dass ich empfangen habe. Er muss deine Glaubenshandlung stoppen, sonst wird das, was du gebetet hast, zustande kommen. Er muss dich irgendwie davon überzeugen, dass das, was du geglaubt hast, nicht zustande kommen wird. Er betrügt dich, um dich glauben zu machen, dass du nicht empfangen hättest, dass du nicht empfangen kannst. Er wendet den notwendigen Druck innerhalb seiner Grenzen an. Meistens bedarf es allerdings leider nicht sehr viel Druck. Ein Gläubiger, der im Umgang mit Gottes Wort schwach ist, wird beim ersten Symptom schnell sagen, ich nehme an, dass ich meine Heilung nicht bekommen habe. Ich habe noch Schmerzen. Wenn du in der Arena des Glaubens das Handtuch schmeißt, wirst du Gottes Wort untreu. Und dann hast du eben eine Niederlage akzeptiert. Sind wir ungläubig, nicht glaubend und treulos, so bleibt er doch treu. Er bleibt glaubwürdig gegenüber seinem Wort und seiner Persönlichkeit, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Schau mal in 2. Timotheus 2, Vers 13. Warum dauert es so lange, dass ein Gebet beantwortet wird, während das nächste Gebet schnelle Resultate erzielt? Nun, der häufigste Grund ist ein Mangel an Erkenntnis über Gottes Wort. Je mehr Offenbarungserkenntnis du hast, desto genauer bist du darin, Gott zu glauben. Wenn du nicht im Glauben handelst, wird dich das große Warum zum Stagnieren bringen und bewirken, dass du beginnst, im natürlichen Bereich zu agieren. Dazu aber in der morgigen Andacht mehr. Nun lass uns erstmal gemeinsam beten. Und wir beten heute das Vaterunser. Denn dort ist das Bekenntnis an Gott Vater, dass er dich aus jeder Verführung erlöst. Vater unser, der du bist im Himmel, heilig ist dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch in meinem Leben. Unser täglich Brot gibst du uns und vergibst uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Du erlöst mich von allem Bösen.
und führst aus jeder Versuchung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Im Namen Jesu. Amen. Morgen wird es eine neue Andacht geben. Schau dich auf dem Kanal um. Abonniere den Kanal, sodass du jeden Morgen oder auch jeden Abend die Inspiration erhältst, die der Heilige Geist dir geben möchte. Der Dienst steht auf dem Wort Gottes, auf dem lebendigen Wort Gottes und dient den Kindern, die wahre Nachfolge leben, ja, die zurückkehren zur reinen Lehre Jesu. Alle Kurse, alle Mentorings, jede Begleitung führt zurück in die reine Lehre Jesu, in das, was er uns ursprünglich gebracht hat. Buche dir so gerne ein Seelenmentoring. Schau dich auf unserer Homepage um. Und lass dich nicht länger von dieser Welt abhalten und im Gewöhnlichen halten. Denn für dich ist ein übernatürliches Leben in der Versorgung, in der Liebe, im Schutz Gottes bestimmt, aber auch in außergewöhnlichen Taten. Als lebendiger Brief unseres Vaters soll die Welt erkennen, dass du ein Himmelsbürger bist. Bis morgen. Shalom.